Vor wenigen Tagen wurde in der Neuen Musikmittelschule Stallhofen zur DVD-Präsentation über Gustinus Ambrosi geladen. Zu Ehren des Künstlers hat man sich in der Marktgemeinde Stallhofen für den Dreh dieser Dokumentation entschieden. Wir wollten einfach das Lebenswerk auch bildlich festhalten. Die Gustinus Ambrosi Gesellschaft hat seit vielen Jahren schon immer wieder angekündigt, sie wollen eine DVD erstellen lassen. In zwei Teilen wird im Film sowohl das künstlerische Schaffen als auch das Leben Ambrosis in der Weststeiermark porträtiert. Der Gustinus Ambrosi war eine interessante Bereicherung unserer Kulturlandschaft, wie er hierher gekommen ist. Man hat ihn ja gekannt, also die Insider haben ihn ja alle gekannt, aber dass jetzt dieser große Gustinus Ambrosi jetzt gerade sich Stallhofen aussucht, das war spannend und das war das Interessante im Film, das herauszuarbeiten. Warum kommt dieser Ambrosi in die Weststeiermark? Altbürgermeister Adolf Binnegger lernte Gustinus Ambrosi persönlich kennen. Er hat sich seinerzeit für die Entstehung eines Museums im Ambrosi-Haus eingesetzt. Ich freue mich drüber und zwar aus dem Grund, weil ich ja wesentlich, wenn ich nicht sagen, ich möchte überhaupt sagen, dass ich es erwirkt habe, dass wir praktisch im Besitze dieser Villa sind und auch im Besitze von vielen wunderbaren Werken. Ambrosi hat hier in Stallhofen eigentlich sein letztes großes Gesamtkunstwerk geschaffen. Das ist das Ambrosi-Haus. Und das hat er geplant gehabt, dass es der Öffentlichkeit zugänglich wird. Und das hat die Gemeinde dann in seinem Sinne weitergeführt. Und die Gemeinde hat ja dieses Haus erworben und macht das jetzt der Öffentlichkeit zugänglich durch Führungen. Es ist also ein Museum und ich habe mich wirklich also für das Leben Ambrosis und für sein Werk interessiert und mache hier die Führungen. So hieß es vor wenigen Tagen also Film ab und zahlreiche Besucher ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Spannende und interessante Fragen zum Leben von Gustinus Ambrosi wurden in der Dokumentation aufgegriffen und beantwortet. Im Ambrosi-Museum in der Marktgemeinde Stallhofen wird der Film in Zukunft vor den Führungen zu sehen sein.